Hallo und guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist der 21. Juli 2018. Heute begrüße ich euch erstmal hier in meinem Zimmer bei der Unterkunft, weil draußen regnet es noch. Mal sehen, wie es heute weitergeht mit dem Wetter. Auf jeden Fall ist mal geplant, den Alpenrhein entlang zu fahren. Der ist, glaube ich, so 86 Kilometer lang. Gestern sind wir ja schon ein Stückchen gefahren. Dann mündet er in den Bodensee unten und dann fahre ich den Bodensee weiter und am Bodensee unten habe ich dann die nächste Übernachtung geplant. Der gesamte Rhein ist so 1236 Kilometer lang. Das stand auch auf dem Quellstein oben am Thomassee, da wo ich leider nicht hingekommen bin. Ja, und mein Fahrrad habe ich auch schon wasserfest gemacht und jetzt gehe ich mal langsam raus und wage mich in den Regen. Filmen kann ich vielleicht nicht ganz so arg viel, aber ich mache das Beste draus. Wir sehen uns gleich bei der Fahrt. Jetzt geht's los. Im Hintergrund seht ihr nochmal die Unterkunft. Da habe ich ja heute Morgen schön der Gorilla, der King Kong, begrüßt. Der steht da genau vorm Eingang. Ja, vielleicht bringt's ja Glück. Auf geht's. Lassen wir gerade Buchs und jetzt geht es erstmal ein paar Kilometer oberhalb des Alpenrhein zurück und dann kehren wir langsam wieder zurück zum Rhein runter, wo es dann immer geradeaus Richtung Bodensee geht. Im Moment regnet es auch nur etwas leicht. Da versuche ich jetzt gleich mal ein paar Kilometer zusammenbringen, denn was wir haben, das haben wir. So, jetzt bin ich gerade durch die Ortschaft Frümsen durchgefahren und gestern ja Buchs, wo ich übernachtet habe. Es war schon ein bisschen größere Ortschaft, da gab es alles, da hat es dann nichts gefehlt an Supermärkten und Restaurants, waren wir reichlich versorgt. Okay, jetzt geht es hier durch kleine Ortschaften und dann weiter am Rhein. St. Margrethen, noch 28 Kilometer und da sind wir dann nach unten am Bodensee. Hier geht es ja nochmal die Eisenbahnbrücke drüber und jetzt noch ein Stückchen geradeaus und dann sind wir am Rhein vorne. Sehen. Ich bin jetzt über den Rhein gefahren, bei der Brücke hier und bin jetzt in Österreich. Jetzt fahren wir mal ein Stückchen in Österreich. Ja, okay, warum nicht?
nachdem ich jetzt hier über die Brücke gefahren bin, wo so ein kleiner Nebenfluss vom Rhein ist, hat es jetzt auch ein bisschen stärker angefangen zu regnen wieder. Aber man kann immer noch fahren. Es geht immer noch. Als weiter. Bei dem Regen hat es natürlich den Vorteil jetzt, da sind nicht so viele Leute unterwegs. Das ist natürlich für mich jetzt auch gut. Und ja, ich bin jetzt so circa schon 30 Kilometer unterwegs. Und nach Lustenau, hat eben auf dem Schild gestanden, sind es noch 17 Kilometer. Es liegt auch schon unten am Bodensee. Da hinter mir habe ich jetzt mal kurz angehalten, habe meine Brille trocken gemacht, meine ganzen Displays habe ich auch trocken gemacht und jetzt fahre ich weiter. Jetzt hat es sogar aufgehört zu regnen. So, hier an der Brücke verlassen wir jetzt wieder Österreich. Hier geht es wieder über den Rhein in die Schweiz rüber. Und hier war ein Schild, da stand drauf, dass wir hier auch das Vorarlberger Radtournetz haben. Ist vielleicht auch hier eine schöne Radtour, wo man machen kann. Okay, weiter geht's in der Schweiz. Der Zollbezirk Wiedau. Und die Schweiz hat uns wieder perfekt. Links neben mir fahre ich jetzt gerade an der Ortschaft Au vorbei und rechts immer noch der Alpenrhein. Republik Österreich, also jetzt kommen wir wieder nach Österreich rüber, das heißt also, wir kommen jetzt in die Bodenseeregion. Da kommt jetzt auch bald der Bodensee, nicht mehr weit. Ja, ich bin jetzt gleich vorne am Bodensee, wo dann der Rhein in den Bodensee reinfließt und ich merke es jetzt auch schon, in dieser Region sind wieder viel mehr Radfahrer mit Gepäck unterwegs, die wo dann auch den Bodensee Radtour, die dann auch den Bodensee Radweg fahren. Ich bin jetzt hier gerade bei Fußach und da vorne fließt dann auch der Rhein in den Bodensee rein. Damit ist dann der Alpenrhein beendet und wir dann hier zum See rein. Der Bodensee unterteilt sich nochmal in Obersee und Untersee. Hier geht jetzt mein Radweg weiter Richtung Schweiz wieder am Bodensee dann. Ja, zu der Mündung hier, wo der Alpenrhein in den Bodensee reinfließt, fahre ich jetzt nicht mehr hin.
Ich fahre jetzt auf meinem Radweg auf der Route weiter Richtung Schweiz, immer am Bodensee entlang. Können wir auch endlich mal den Bodensee sehen hier. Und da vorne an den Alpen, da liegt dann auch die Stadt Bregenz. Ja, an der Bank hier habe ich jetzt mal kurz Pause gemacht, habe mir die Regensachen ausgezogen, habe noch einen Apfel gegessen. Jetzt fahre ich hier am Bodensee durch diese Auenlandschaft. Fahre ich hier hoch, jetzt geht es ein bisschen weg vom Bodensee, hoch zu St. Margarethen und dann fahren wir wieder runter zum Bodensee. Ich bin jetzt hier in Geisau auf dieser alten Brücke und das, was ihr hier seht, das nennt sich Alter Rhein. Der fließt dann auch in den Bodensee rein. Romanshorn, noch 25 Kilometer und wir haben auch wieder die Grenze überquert und sind in der Schweiz. Und wir passieren jetzt auch hier noch die Stadt Rheineck. Ich jetzt gerade durch war, heißt Altenrhein. Es kann sein, dass das da vorne auch nicht der alte Rhein war, sondern der Altenrhein. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Horschbach habe ich jetzt auch erreicht. Hier am Bodensee. Ich muss jetzt hier leider neben der Straße fahren. Vielleicht geht es dann auch ein bisschen schön am Bodensee entlang. Jedenfalls der untere Teil vom Bodensee habe ich abgearbeitet. Und jetzt geht es auf der Schweizer Seite hoch am Bodensee, der sich Obersee ja nennt. Und die nächsten größeren Orte sind dann Romanshorn und dann kommt Konstanz. Hier der erste schöne Ausblick auf den Bodensee. Hier bei Rohrspach. Und von hier unten kommen wir her. Rohrspach haben wir jetzt verlassen und der nächste Ort ist dann Horn.
Regenjacke habe ich jetzt wieder angezogen. Jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer. Da oben sind aber andauernd schwarze Wolken. Ich lasse dann halt ein bisschen auf, weil dauernd Regenjacke an und aus, das mache ich auch nicht. Ich habe mich jetzt mal so entschieden. Achso, nächster Ort ist dann Steinach. Und Steinach haben wir erreicht. Hier genau neben der Bahnlinie, die liegt genau zwischen mir und neben dem Bodensee, und da vorne war auch wieder ein Schild nach Kreuzlingen, ca. 30 Kilometer, und von Kreuzlingen ist es auch nicht mehr weit nach Konstanz. Ortschaften Eggach und Salmsach haben wir ja passiert, und Romanshorn noch 1 Kilometer. Haben wir jetzt auch erreicht, und jetzt geht es weiter langsam Richtung Kreuzlingen, noch 22 Kilometer. Und wir sind jetzt gerade in der Stadt Uttwil. Das Apfeldorf Altenau ist erreicht, und ich genieße jetzt hier gerade ein bisschen die Windstille, weil mittlerweile haben wir ein paar schöne Böen. Ich habe jetzt mal hier kurz angehalten, während wir jetzt ein paar Ortschaften mit lustigen Namen passiert haben. Ihr habt es vielleicht gelesen. Und es geht ständig bergauf und bergab und Gegenwind. Aber wir wollen es ja nicht anders. Es geht weiter bei uns am Bodensee entlang. Und ich bin jetzt gerade in Bötikofen. Kreuzlingen angekommen,
Jetzt geht es für mich weiter rüber nach Konstanz, nach Deutschland, da wo auch die Rheinbrücke ist. Da gibt es auch noch kurz was zu sagen dafür. Und gut, ein kurzer Abstecher nach Deutschland und dann geht es wieder in der Schweiz weiter. Und bis jetzt haben wir heute 100 Kilometer zurückgelegt. Ich denke, für Konstanz hier passt das ganz gut. Und auch hier das Grenzschild wieder. Grenze Schweiz-Deutschland. Ja Leute, jetzt bin ich hier mitten in der Stadt in Konstanz. Da vorne war jetzt der Grenzübertritt Schweiz-Deutschland nochmal zu sehen. Und jetzt gehe ich mal noch ein bisschen rum in Konstanz. Jetzt hier am Seerhein und der Seerhein verbindet den Ober- und den Untersee des Bodensees. Hier nochmal die andere Seite, da fließt dann der Seerhein 4 Kilometer lang, bis er wieder in den Untersee reinfließt. Und den Untersee fahre ich dann weiter mit meinem Fahrrad entlang. Station jetzt auf der anderen Seite. Jetzt verlassen wir wieder Deutschland und kehren in die Schweiz zurück. So, und hinter mir sieht man noch die Zollstation und ich bin jetzt hier wieder auf dem Rheinradweg Richtung, ich hatte jetzt hier gestanden, Stein am Rhein, aber da fahre ich heute nicht mehr hin. Angehalten, um was zu sagen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich aus Konstanz draußen bin. Und ich fahre jetzt, besser gesagt, ich bin jetzt noch den Rhein entlang gefahren, den Seerhein ein Stück. Und jetzt geht es für mich hier den Unterrhein entlang, fast bis zum Schluss. Und bei Mammern habe ich dann wieder eine Unterkunft gebucht. Dann ist fertig für heute. Also jetzt geht es noch ein Stückchen weiter und dann haben wir es gleich gepackt. Okay. Die Sonnenblumen, die hängen manche schön die Köpfe. So, ich habe wieder mal angehalten. Ich glaube, das ist besser, wenn ich was sage wegen dem Wind. Ich bin jetzt gerade am Strandbad Erdmadingen vorbeigefahren und jetzt haben wir mittlerweile auch eine gute Aussicht als auf den Untersee des Bodensees. Heißt ja auch Bodensee, bloß ist es der Untersee. Thank you.
Ja Leute, ich habe es geschafft jetzt, ich bin angekommen in Mammern. Hinter mir seht ihr den Gasthof, wo ich heute übernachte. Es war heute eine sehr schöne Tour, die hat mir gut gefallen. Und morgen geht es weiter mit der nächsten Etappe mit Stein am Rhein und die Rheinfälle von Schaffhausen. Bis morgen dann zur nächsten Etappe.